Hallo, begrüße Sie hier zu einem der letzten Videos vom Umbau des Achsenhauses. Hier geht es heute um die Beklebung von Glastüren. Diese Glastüren wie diese hier, die würde man, wenn sie nicht beklebt werden, kaum wahrnehmen. Und das birgt natürlich die Gefahr, dass man, wenn man von draußen reinkommt, vor allen Dingen dann, wenn man fremd hier im Haus ist, dass man sich da natürlich den Kopf stößt und vielleicht auch nicht nur der Kopf, sondern auch das Glas schaden. Deswegen haben wir hier schon so ein paar Folien aufgeklebt, nicht Folien, sondern Papier aufgeklebt, weil hier laufen ja jetzt auch schon im Umbau Leute herum, Handwerker zum Beispiel, und weil hier das Haus auch noch relativ unmöbliert ist, schallt es natürlich, das bitte ich also zu entschuldigen. Bevor der Mitarbeiter der Firma Veddern Werbung hier jetzt gleich die Folien ankleben wird, will ich nochmal mit Ihnen einen Rundgang machen, damit wir sehen, wie es vorher aussieht und was da zu tun ist. Schauen wir hier, nachdem wir die Eingangstür gesehen haben, mal zu der Glasschiebetür. Die ist recht groß geraten und da sehen wir, da sind im Augenblick drei DIN A4 Papiere in einer passenden Farbgebung aufgeklebt, damit man die nicht übersieht. Und da soll also jetzt was Professionelles hin. Ich schiebe die nochmal auf. Ja, ist also, diese Glastüren waren recht preiswert und kommen also von der Firma Löber aus Hof Geismar, und die haben uns geraten, beklebt doch die Glastüren mit Folien, und dann könnt ihr regelmäßig diese Türen auch mal neu gestalten, indem man einfach neue Folien aufklebt. So, hier ist noch die dritte Tür, die hier auch zum Flur hingeht, und da sehen wir, da ist also auch ein Provisorium aufgeklebt. Zusätzlich steht noch an, hier im Bad, die beiden Fensterflügel zu bekleben, weil dieser Raum war früher kein Bad, aber man möchte ja nicht, dass jemand ins Bad reinschaut. Gardinen sind bei diesem kleinen Bad eventuell einengend, deshalb haben wir also hier vor, diese beiden Fensterflügel mit nicht durchsichtigen Folien, die aber viel Licht durchlassen, zu bekleben. Mal sehen, was daraus wird, wenn gleich der Mitarbeiter zum Werk ansetzt. Das ist ja wohl hauptsächlich bei Schaufenstern, ne? Ja. Also bei Wohnungen, da sind wir ja eigentlich erst drauf gekommen, um Kosten zu sparen. Ja. Oder auch so häufig so Großbüros, ne? Ja. Vom Flur aus, ne, dann kommen da so eine Streifen auf die Fenster von unten, dass man da gleich so reingucken kann, ne? Sieht oftmals sehr schön aus. Ja, wenn wir da dann das Dekor leid ist, dann macht man was anderes, ne? Genau, das ist ja der Vorteil. Ja, ja, dann ist ja auch in vielen Schaufenstern, da ist ja auch so, dass da der Inhaber wechselt. Ja, und anderes Logo. Ist ja heute alles ein bisschen schnell gegenüber, ne? Ja, aber im Prinzip ist das ja bei uns ähnlich, ne? Wenn jetzt mal jemand anderes da einziehen sollte oder wir innerhalb der Familie irgendwie die Wohnungen tauschen. Ja. Der hat da natürlich andere farbliche Vorstellungen. Ja, ja, schon. Das soll auf Mitte, ne? Ja, genau. Ja, genau. Wenn oder ist besser, wenn es... Das ist ja... Ja, es sollte also so sein, dass ein normal großer Mensch, so wie wir, in Augenhöhe was sieht. Also ich würde mal sagen, da machen wir es eher so. So hier, ja. Auf Mitte, ne? Zeig mal gleich. Na, da ist es Mitte, ne? Aber ich weiß nicht, ob das... Ja, das ist, ja, nee, es sollte so sein, wir sehen gerade da links, da ist ja dieser Griff, ja, ja. Dass ich das Muster nicht beschädigen müssen. Ja, ja, dann muss... Ja. Aber so, ich denke, so ist okay. Weil, wenn jetzt hier der Kleine dann rumläuft, na, der sollte ja dann auch schon was wahrnehmen. Ja, ja. Zumindest, wenn er dann so vielleicht 3 oder 4 Jahre ist oder seine Spielkameraden. Ich meine, der selber wird das wissen. Ja. Oder sollten es mal circa auf Mitte machen, wie es aussieht von beiden jetzt. Jetzt so ungefähr. Ja, ist vielleicht ein bisschen höher, also ja, bisschen, ne? Bisschen. Das
Also es sollte wirklich so sein, dass man diese horizontalen Streifen in Augenhöhe schon sieht. Ja, so denke ich. So ist es. Du bist auch ein bisschen größer. Ja. Was hast du? Bis zur Kante? Weiter runter. Also, ey, da habe ich 41,6. Mach mal ein glattes, ne? Mach mal 41. Ja. Ist das jetzt eine Folie mit dem Ganzen oder bleibt nur der grüne Streifen übrig? Der grüne Streifen bleibt übrig. Alles andere wird wieder abgezogen. Das ist eine Übertragungsfolie, das nur. Das, sonst müssten wir den Streifen alles einzeln kleben. Und das ist dann halt, das ist ein schwächerer Kleber. Und dann haben wir das schön auf dem Bett sozusagen. 41, sag. Ja, das ist auch eine sehr gute Folie. Da kriegt man aber auf den Außeneinsatz, wenn man die von außen irgendwie beklebt, 5 Jahre Garantie. Mhm. Ja, und dann halt doppelte Anzahl, 10 Jahre halt für Innenverklebung. Ja, also mit diesem Anstreichen ist die schon festgemacht. Bitte? Mit dem Anstreichen ist die jetzt schon fest. Nee. Da ist ja noch das Trägerpapier hinten drauf, ne? Aha. Und das wird jetzt erst noch abgezogen. Und das Überstreichen ist jetzt praktisch nur, dass die geglättet wird. Das ist nochmal, damit sie richtig auf der Folie auch haftet. Ne? Weil wir dürfen da jetzt nicht irgendwie aus Versehen was abziehen. Ne? Dann kann da eine Falte reinkriegen oder einen Verzug oder sowas. Ne? Mhm. Das muss ja mit Zeit, deswegen haben wir noch vorher noch ein bisschen angedrückt. Das ist auch der Farbton, den wir jetzt dann haben. Das ist der Farbton, ja. Das kommt ja, dann schon ziemlich gut hin. Dann. Ja, das denke ich. Ne? So, jetzt müssen wir das so abpeilen. So. Okay. Ja. Ja, und das wird mit einer Walze jetzt aufgedrückt. Es gibt noch eine Möglichkeit mit einem Spachtel. Ja, so habe ich es auch im Internet gesehen. Ja, das ist mit sowas. Ne? Wir haben das Variable. Was für uns irgendwie am besten ist, was ist hier jetzt im Moment eigentlich die Walze? Da kann man mehr Kraft auf. Da kann man gut. Ja. Ja, man sieht das ja im Internet, da gibt es ja einige Videos, ne, wo da sowas gemacht wird. Da habe ich mir gedacht, ne, bevor du dir. Das ist auch so eine Sache, wie es gewohnt ist. Also eine frühere Kollegin von uns, die hat immer noch auf Spachtel gestanden. Ne? Die konnte mit der Walze nichts anfangen. Ja, die ich da im Internet gesehen hatte, da kostet diese Folie, also nur das Material, ne, die war auch etwas klar, also etwas weniger hoch, weil der konnte wohl nicht größere Breiten, hätte um die 80 Euro gekostet. Ne. Und da muss man sie auch selber anbringen. Ja, ja. Na, wenn man es noch nie gemacht hat, das ist nicht einfach. Ja, ja, deshalb, das sieht jetzt vielleicht einfach aus. Ja, deshalb hatte ich ja an den Herrn Theis gedacht. Ne. Ja, ja. Na, der hat auch schon mal Folien verklebt, aber wahrscheinlich dann auch nicht so groß hier. So. Jetzt nehmen wir das Trägerpapier ab. Mhm. Ja. Ja, und hier kann man ganz gut mit dem Spachtel hin. Ne? Ja.
Ja, optimal. So wünscht man sich das. So, wenn ich mal von der anderen Seite das auch mal sieht. Wir haben praktisch die Blasen, Luftblasen außen weggewalzt. Da wird alles, ja, wenn wir hier drin sind. So, das war das. Mit Verklebeflüssigkeit das aufziehen. Mhm. Schneiden. Mhm. So unten zu lang. Unten ein bisschen länger, ja. Habe ich ja falsch gemessen. Besser zu lang als zu kurz. Ja, oder man macht es eben dicht da oben an den Rand. Naja, wir können unten abschneiden dann. Gut, aber hier immer ringsrum. Ja, es soll ringsrum möglichst das horizontal, muss schon symmetrisch. Ja. Oben und unten, das macht nichts, wenn das. Ja, das kann man jetzt auch nur per Auge machen, beim Messen bringt nichts. Nee, weil es ist ja ein Holzfenster. Ja, ne? Ja, das ist immer alles unterschiedlich. Unregelmäßig hier dann mal drauf. Nee. Aber so ist das schon. Das sieht doch schon gut aus. Ja. So. Optisch gut. Bisschen nach rechts vielleicht, oder? Nee. Hier, hier ist wieder breiter, dann wird es immer. Man muss direkt davor stehen. Ja. Ne? Wenn man jetzt von der Seite so guckt, dann sieht es aus, als wäre es hier ein größerer Abstand. Nee, ich finde das gut so. Ja, ja, nicht weiter. Nach rechts. Ja, mit so Folien kann man dann im Badezimmer wirklich Geld sparen, wenn man da ein paar Vorhänge weniger braucht, Blickdichte, ne? Muss man dann mal sehen, ob diese Schlitze an der Seite so sind, dass man abends dann auch nicht Wesentliches sehen kann. Aber das. Also das kann ich mir nicht vorstellen, wenn da einer reingucken will, dann da steht ja nicht direkt davor. Ja, ja, genau. Dann steht eine Ecke weg und da sieht auch nur so ein Schlitzchen von Licht. Und dann. Nee, das sieht schon interessant aus, so muss man sagen. Weil so blindes Glas oder so blickdichtes Glas, das kostet ja schon eine Ecke mehr wie so eine Folie. Ja, ja. Das ist ja dann noch nicht. Und da muss man ja hinter das Fenster neu streichen. Ne? Ja. Das ist halt der Sandstrahleffekt hier. Ne? Mhm. Und so ein Glas Sandstrahlen, also das dauert auch schon ein bisschen. Ne? Sehr viel Aufwand. Ja. Ein bisschen Licht machen. Die fettern Werbung im rechten Licht erscheinen. Genau. So, dann wollen wir noch mal abschließenden Rundgang machen. Ich schnappe mir jetzt die Kamera und gehe mal durch die Räume. Hier sehen wir also dann den Raum gegenüber der Haustür, dann sehen wir hier die Schiebetür mit der neuen Beklebung, fällt kaum auf, aber ausreichend, um die Tür nicht zu übersehen. Zum Abschluss noch die Tür von der Küche zum Flur. Und als letztes die blickdichten Folien im
Bad. Ja, ich denke, es hat sich gelohnt, das Geld zu investieren.